Ja, guten Morgen in Christus, ihr geliebten Lichter. Ich möchte heute beginnen mit einem wahrhaft, so wie ich es empfinde, erfüllenden Text. Ich liebe es, diese Gedanken in mir so aufzusaugen, die ich euch jetzt hier vorlesen möchte. Das ist aus dem Handbuch für Lehrer. Das ist die Begriffsbestimmung. Und das ist Nummer 4, wahre Wahrnehmung und Erkenntnis. Und hier in diesem Text, und das ist wirklich so, das ist der Kurs für mich, ja. Hier wird klipp und klar gesagt, dass Wahrnehmung und Erkenntnis, mit anderen Worten, das Ego oder Gott, die Welt oder der Himmel, keine Berührungspunkte haben. Das heißt, ich kann nicht zwei Welten sehen. Ich bin entweder in der einen Welt oder in der anderen Welt. Und in dieser anderen Welt zu sein, das heißt in der wirklichen Welt, weil es gibt nur eine Welt wirklich. In unseren Träumen gibt es zwei Welten. Wir mit unseren Träumen denken, diese Welt hier sei wirklich. Und dann gibt es noch den Himmel, wovor wir aber in Wirklichkeit, man muss natürlich jetzt aufpassen mit den Begriffen, wovor wir jetzt Angst haben, weil wir meinen, im Himmel sind wir, nachdem wir gestorben sind. Das Ego hat das, nährt das, ja, das steht auf jedem oder fast jedem oder auf vielen Grabsteinen, er ruht in Gott. Das heißt, er musste erstmal sterben, damit er jetzt in Gott ruhen kann. Ja. Und das ist das, was wir so in unserem Geist, was wir so denken mit dem Ego, und das ist die Lüge überhaupt. Ja, so in Wirklichkeit, in Wahrheit, ja, Illusion, Wahrheit, das ist eben dieses Verstehen, Illusion und Wahrheit, der Unterschied. In Wahrheit gibt es nur den Himmel. Das heißt, der Himmel ist aber Einheit und Einssein, da ist nur, das ist Erkenntnis, das ist das, wo ich jetzt gleich etwas Wunderschönes zu lesen werde. Und in der Erkenntnis, da ist niemand mehr, der irgendetwas wahrnehmen könnte. Und da ist auch nichts mehr, was wahrgenommen werden könnte. Da ist kein Bewusstsein, weil Bewusstsein auch sich immer ein Subjekt und ein Objekt einschließt. Das heißt, da ist jemand, der sich über etwas bewusst ist. Und das ist genau das, womit der Kurs ganz radikal Schluss macht. Und das ist das, was mir den ganzen Kurs überhaupt den Boden gibt und den Sinn gibt. Ja? Und okay, ich möchte jetzt mal diesen Text hier lesen, weil er so unterstützend und so, ich liebe es einfach. Ja? Genießt es mit mir gemeinsam. Die Welt, die du siehst, also es ist wahre Wahrnehmung und Erkenntnis. Darum geht es jetzt, ne? Die Welt, die du siehst, ist eine Illusion von einer Welt. Gott hat sie nicht erschaffen, denn das, was er erschafft, muss so ewig sein wie er selbst. Klarer geht's nicht, oder? Doch gibt es nichts in der Welt, die du siehst, das ewig währen wird. Einige Dinge werden in der Zeit ein wenig länger dauern als andere. Doch die Zeit wird kommen, in der alle sichtbaren Dinge ein Ende haben werden. Man könnte zum Beispiel sagen, Steine, Gletscher, nee, nicht Gletscher, Steine werden länger dauern als andere, vielleicht Planeten, die Sonne wird länger dauern als andere, ein Baum könnte länger dauern als andere oder auch nicht, heutzutage sowieso nicht mehr. Aber die Zeit kommt, in der alle sichtbaren Dinge enden werden. Alle. Ne? Das sogar die Erde selbst ist ja auch ein sichtbares Ding, ja, was scheinbar länger dauert. Ja, aber auch das wird ein Ende haben. Und da kommt die Angst rein. Oh, das ist die Apokalypse. Oh, das ist der Tod. Nein, das ist Traum.
Das ist Traum. Die Welt wird nicht über den Tod verlassen und nicht über eine Apokalypse endet das alles hier. Wie kann das alles hier in einem Wahnsinn enden? Der Wahnsinn erhält das Ganze ja. Das muss im Frieden enden. Die Welt kann nur über den Frieden enden. Ja, über die Wahrheit, über die Liebe. Die Liebe löst alles auf. Gewalt löst nichts auf. Das ist ganz klar. Das ist so für mich so sonnenklar. Ja. Deshalb braucht man auch keine Angst mehr haben vor Apokalypse und den ganzen Kram. Das ist alles Traum. Ja. Und wir wählen unseren Glauben an das Licht, an die Liebe dort hineinzusetzen und nicht mehr an unseren Traum. Wir brauchen uns nur erinnern, wir träumen. Darum geht es wirklich, ja. Und weil alle sichtbaren Dinge ein Ende haben werden in der Zeit, deshalb sind des Körpers Augen nicht das Mittel, durch das die wirkliche Welt gesehen werden kann, denn die Illusionen, auf die sie schauen, müssen zu weiteren Illusionen von der Wirklichkeit führen. Und das tun sie. Dafür wurden die Augen gemacht. Ja, um die Trennung zu sehen, um die Trennung zu erhalten, um die Trennung zu beweisen, in Anführungsstriche mit dem Ego. Ja? Denn alles, was sie sehen, die Augen, wird nicht nur nicht von Dauer sein, sondern gibt sich auch für Gedanken der Sünde und der Schuld her. Während alles, was Gott erschuf, für immer ohne Sünde und deshalb für immer ohne Schuld ist. Und deshalb ist alles, was Gott erschuf, ewig, hat keinen Anfang und hat kein Ende. Wir, das, was wir wirklich sind, hat auch keinen Anfang und kein Ende. Wir leben ewig als der reine Geist, der wir wirklich sind. Und das macht dem Ego Angst. Und da müssen wir auch hinschauen und das nicht einfach nur so wegdrücken und verleugnen. Ja, diese Angst will ans Licht gehoben werden. Denn es ist eine Kleinheitangst. Es ist die Angst, wir halten an der Kleinheit fest. Ja, hier an dem, was wir Leben nennen. Doch gibt es nur ein Leben und das ist das Leben in Gott. Und Gott ist alles. Gott ist die Schöpfung und davor haben wir Angst. Und diese Angst ist unberechtigt. Und der ganze Kurs geht darum, wirklich diese Angst zum Verschwinden zu bringen, zum Auflösen. Aber dafür müssen wir sie auch anschauen und dann darf sie aufsteigen ins Licht. Es ist nichts. Ja? Es ist wirklich ungeheuerlich, so tragisch, dieses Festhalten an der Person, an der Individualität, an dieser Kleinheit. Und Angst zu haben vor der Ausdehnung, vor dem Licht, das wir wirklich sind, vor dem Glück, vor der Glückseligkeit, die darin liegt. Hierin liegt doch keine Glückseligkeit in diesem Körper, der ständig irgendwie bedroht ist. Heute den Schmerz, morgen den Schmerz und dann stirbt der und dann kommt die Diagnose und dann ist die Bedrohung da, ja. Das ist so tragisch, daran festzuhalten. Und diese Glückseligkeit, das ist eigentlich das, wo unser ganzes Sehnen hingeht, nach dieser Glückseligkeit, was der Himmel ist, den wir meinen verlassen zu haben, den wir in Wahrheit nie verlassen haben. Erkenntnis ist nicht das Heilmittel für falsche Wahrnehmung, weil sie, da sie anderen Ebenen angehören, einander nie begegnen können. Das ist ganz, ganz klar. Ja? Wie kann Einheit und Dualität zusammenkommen? Dann wäre die Einheit nicht mehr Einheit. Würde Gott die Welt kennen, wäre Gott nicht der Gott der Einheit und vollkommen. Er wäre nicht vollkommen. Ja, das ist ja gerade das, was mir jetzt in meinem Lernen, das Vertrauen ich habe ja nie an Gott geglaubt früher, weil ich gedacht habe,
Ich habe das ja so verstanden. Gott ist eben dual. Also ich meine, Gott hat diese Welt gemacht und so. Was soll ich mit diesem Gott, wenn mir doch diese ganze Welt so gar nicht gefällt? Na? Und dieses neue Bild, was der Heilige Geist, was Jesus uns hier schenkt, von einem Gott der Einheit, von einem Gott, der hier mit nichts zu tun hat und dass ich nur träume, das ist das Einzige, was mir Sinn macht. Das macht mir Sinn. Es gibt nichts anderes, was hier Sinn macht für mich. Und das ist Heilung. Das ist Heilung. Und darin liegt auch diese Einsicht und die Information von Seiten Jesus, dass ich unterstehe nicht den Gesetzen dieser Welt. Denn ich bin ja nicht dieser Körper. Ich unterstehe den Gesetzen Gottes. Ich habe ein Video gemacht über die Gesetze Gottes. Den kann man sich mal anhören. Es gibt einige Gesetze Gottes, die zu verstehen oder die zu, ja, auch sehr hilfreich, sehr, sehr hilfreich ist auf unserem Weg. Die einzig mögliche Berichtigung für falsche Wahrnehmung muss wahre Wahrnehmung sein. Sie wird nicht von Dauer sein, weil es ja immer noch Ware und immer noch Wahrnehmung ist, doch für die Zeit, die sie andauert, kommt sie, um zu heilen. Die wahre Wahrnehmung, ne? Man könnte auch sagen, die liebevolle Wahrnehmung, die gütige Wahrnehmung, die wohlwollende Wahrnehmung. Ne? Denn wahre Wahrnehmung ist ein Heilmittel mit vielen Namen. Vergebung, Erlösung, Sühne, wahre Wahrnehmung, sie sind alle eins. Sie sind der eine Anfang mit dem Ziel und Ende zum Einssein weit jenseits ihrer selbst zu führen. Und doch so nah, weil es hier ist. Das ist wieder der Trick des Ego, was meint weit jenseits. Also das kann man wieder mit dem Ego verstehen. Oh, das ist so weit weg. Oh, da habe ich ja gar keine Chance. Ich bin ja so klein noch und so weit davon weg und so in der Dualität verhaftet. Nein, Jesus sagt, nein, es ist ja hier. Es ist hier, wo du bist. Es ist jetzt im heiligen Augenblick. Ja, du musst nur jetzt, in jeder Vergebung, in jedem Wunder, was du schenkst, durch mich, sagt Jesus, was ich durch dir schenken kann, läuterst du diesen Irrtum in dir, du läuterst deinen Geist und kommst dem immer näher. Denn das, was so scheinbar weit entfernt ist, das ist in Wirklichkeit in dir. Es ist in dir. Es ist nicht der Himmel da oben irgendwo, sondern Gott ist in mir. Ist das nicht die gute Nachricht? Und wahre Wahrnehmung ist das Mittel, durch das die Welt erlöst wird von der Sünde, denn Sünde existiert nicht. Und das ist es, was die wahre Wahrnehmung sieht. Wow, Sünde existiert nicht. Und damit kommen wir jetzt zu unserer heutigen Lektion 43. Ein Kurs in Wundern. Wir sind hier bei einem Kurs in Wundern. Und der heutige Leitgedanke lautet: Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Wahrnehmung ist keine Eigenschaft Gottes. Sein ist das Reich der Erkenntnis. Jetzt haben wir ganz klar eben, das kommt nicht zusammen. Da gibt es keinen Berührungspunkt. Doch hat er den Heiligen Geist als Mittler zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis erschaffen. Hier wird die Rolle des Heiligen Geistes ganz offensichtlich. Ohne dieses Bindeglied zu Gott, also ohne den Heiligen Geist, hätte die Wahrnehmung die Erkenntnis für immer in deinem Geist ersetzt. Stellt euch das mal vor. Ne? Wow, das wäre, ne? Wir wären für immer verloren gewesen. Da hätte Jesus 10-mal am Kreuz für uns sterben können. Ja? Wie ja gesagt wird, es reicht ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und deswegen sind wir erlöst. Da schau die Welt an. Ist die erlöst? Da ist nichts erlöst in der Welt, in dem Sinne. Ja, das ist mein Traum. Aber der Heilige Geist, der lehrt uns jetzt, hey kleines Kind, du träumst doch nur. Nichts von alledem ist wahr. Ja, und der Heilige Geist und Jesus, das ist ja das Couple, das ist ja das Paar, ne? Ist ja letztlich alles eins. Ich bin sogar eins mit all dem. Ja, aber jetzt, wo wir hier sind, brauchen wir diese
Sind das einfach Bilder oder Konzepte, die uns helfen an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind mit unserem Lernen? Und mit diesem Bindeglied zu Gott, mit dem Heiligen Geist, wird die Wahrnehmung so verändert und geläutert, dass sie zur Erkenntnis führt. Das ist ihre Funktion, so wie der Heilige Geist sie sieht. Und deshalb ist es auch in Wahrheit ihre Funktion. Also eigentlich geht der ganze Kurs darum, unsere Wahrnehmung zu läutern, unsere Wahrnehmung zu heilen, sodass wir in Frieden sind und dann an dieser Brücke sind, an der ominösen Brücke, ja, wo Gott dann den letzten Schritt tun kann, alles symbolisch betrachtet und uns in den Himmel hinüber holt, den wir in Wahrheit nie verlassen haben. Das ist alles symbolisch. Jetzt sagt er hier, in Gott kannst du nicht sehen. Die Wahrnehmung hat keine Funktion in Gott und existiert nicht. Was meint er? Ich kann aber ohne getrennt von ihm nicht sehen. Ja, das ist ja das Ding. Im Himmel sehen wir nicht. In Gott, wenn wir im Gott, wenn wir erwachen im Himmel, da ist kein Sehen mehr, weil da niemand mehr ist, der sieht und nichts mehr, was gesehen werden könnte. Wahrnehmung gehört nicht in den Himmel. In der Erlösung jedoch, und das ist jetzt Erlösung, der Aufhebung dessen, was niemals war, die Trennung. Das war, es gibt keine Trennung. Und das einzusehen ist Erlösung. Das zu verstehen, das ist Erlösung. Ja. In der Erlösung hat die Wahrnehmung einen überaus wichtigen Sinn und Zweck. Vom Sohn Gottes zu einem unheiligen Zweck gemacht, muss sie zum Mittel werden, seine Heiligkeit seinem Bewusstsein zurückzuerstatten. Wow, das ist, ihr Lieben, das ist der einzige Sinn und Zweck. Hier, dafür machen wir den Kurs, genau dafür, mit Hilfe von Jesus und dem Heiligen Geistes und aller Brüder, mit Hilfe all der Mittel, der Vergebung, der heiligen Beziehung, dem heiligen Augenblick und der Wunder. Alles hat das Ziel, unsere Heiligkeit, unserem Bewusstsein zurückzuerstatten. Und das ist ein Zwischenschritt. Das ist Erlösung. Wenn ich mich erinnere an meine Heiligkeit, dann kann ich beginnen zu fühlen, dass ich erlöst bin. Wer in der Welt fühlt denn, dass er erlöst ist? Er kann sich das vom Kopf her einreden. Ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Wegen seinem Blut bin ich erlöst. Ja, und das wird so wie so ein, ja, wird irgendwie immer wie so ein Papagei wiederholt. Aber wo ist denn die Erfahrung? Ja. Aber wenn ich mich an meine Heiligkeit erinnere und das annehmen kann, dann kann ich beginnen zu fühlen, oh ja, ich bin erlöst und die Welt mit mir. Weil alles, was von Gott ist, ist für alle. Ja. Und übrigens, ja, naja, ich lasse das jetzt mal. Okay, alles gut. Nee, lassen wir jetzt. Okay. Wahrnehmung hat keine Bedeutung, doch der Heilige Geist gibt ihr eine Bedeutung. Ich muss das jetzt doch sagen, weil ich kann ja hier nicht irgendwas bringen und das dann lassen. Ich wollte nur einfach sagen, was wir hier lernen, ist, dass die Heiligkeit und alles, was von Gott ist, ist für alle. Was wir mit der Bibel oder was ich mit der Bibel gelernt habe, ist, wer nicht an Jesus glaubt, der landet in der Hölle. So ungefähr, ne? Ist doch so, damit er irgendwie so ähnlich ist es ja, ne? Und das heißt, man muss an Jesus glauben, sonst kommt man nicht in die Hölle. Und das ist so, da ist so ein Druck drin und so eine Ausschließlichkeit, ne? Die dürfen in der Hölle landen und die Hölle ist wirklich und wir sind die Besonderen und. Und da ist keine Liebe drin. Ich fühle darin keine Liebe. Ja? Ich verstehe die Botschaft dahinter, aber die wird so nicht vom Ego interpretiert. Was dahinter ist ja eigentlich, was eigentlich gemeint ist, wer nicht an Jesus glaubt, bedeutet ja eigentlich anders übersetzt, wer nicht an seine Heiligkeit glaubt, an seine eigene Heiligkeit glaubt.
Der hat die Höllenerfahrung. So könnte man das übersetzen. Der ist denn, es gibt keine Hölle, aber der träumt weiter von Hölle. Aber wenn du deine Heiligkeit annimmst, dann erwachst du in deiner Heiligkeit. So ist das zu verstehen. Aber mit dem Ego wird dann gleich wieder Trennung, ne, und Hölle und so weiter aufrechterhalten. Ja, das war jetzt doch gut, ja. Danke, Heiliger Geist. Okay, Wahrnehmung hat keine Bedeutung, doch der Heilige Geist gibt ihr eine Bedeutung, die jener Gottes sehr nahe ist. Die geheilte Wahrnehmung wird zum Mittel, durch das der Sohn Gottes seinem Bruder und dadurch sich selbst vergibt. Also das ist, wir lernen geheilte Wahrnehmung. Und das ist die heutige Lektion, ist heute hilfreich. Alle Lektionen gehen auf dieses Ziel hin. Du kannst getrennt von Gott nicht sehen, weil du nicht von Gott getrennt sein kannst. Was du auch immer tust, tust du in ihm, weil du, was du auch immer denkst, mit seinem Geist denkt. So, und das ist jetzt wieder Achtung mit dem Ego. Das Ego ist jetzt wieder total verwirrt. Was? Jetzt doch, ich denke doch alles, es gibt alles, was ich denke, denke ich mit Gott, alles, was ich tue, tue ich in ihm. Ja, aber wir haben hier diese Grundlage der ersten 50 Lektionen, wo wir gelernt haben, dass nichts, was ich sehe, irgendwas bedeutet, dass ich den Dingen die Bedeutung gebe. Deswegen haben sie keine Bedeutung, weil sie nicht von Gott sind, dass ich nichts sehe, wie es jetzt ist. Ja, dass ich sehen lernen will, dass ich das sogar vor allem sehen lernen will, dass ich jetzt nur eine Form von Rache sehe, dass ich nur die Vergangenheit sehe und dass mein Denken bedeutungslos ist, mein Gedanken, ja, weil ich nicht mit Gott denke. Ja. Er sagt aber hier, du kannst nur mit Gott denken. Ja, eben, das, was wir Denken nennen, ist kein Denken, weil es ja Träumen ist. Es ist Träumen. Es ist Träumen. Das, was wir sehen nennen, ist Träumen. Das, was wir tun nennen ohne ihn, das ist Träumen, das ist alles Traum. Ja? Und deswegen, nur mit Gott, Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Ja? Ich kann ja eigentlich überhaupt nicht sehen. Und wir gehen jetzt zur Schau hin, zur Schau Christi. Und auch die Schau Christi ist noch im Bereich der Wahrnehmung und der Illusion. Deswegen ist auch das noch nicht der Himmel. Im Himmel gibt es nicht einmal die Schau Christi. Da ist Schau Christi ist auch ein Mittel hier zur Hilfe. Im Himmel ist, wie gesagt, da ist nur Erkenntnis, was wir gar nicht. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Das ist etwas, das kommt von selbst. Das ist wirklich jetzt nicht wichtig. Da können da irgendeine Energie und versuchen zu verstehen, was ist Erkenntnis. Jetzt sind wir nur dazu da, zu vergeben und unsere Funktion wahrzunehmen. Wenn die Schau wirklich ist und sie ist in dem Maß wirklich, indem sie den Sinn und Zweck des Heiligen Geistes mit ihm teilt, dann kannst du getrennt von Gott nicht sehen. Ja, wunderbar. Und jetzt kommt diese praktische Anleitung zur heutigen Lektion. Das ist mir jetzt, ist jetzt alles ein bisschen zu lang. Ja, aber es geht einfach darum, dass wir den Gedanken, Gott ist meine Quelle, ich kann nicht getrennt von ihm sehen, auf alles anwenden. Und da auch mehrere Minuten, er sagt 3 5-minütige Übungszeiten, wo wir wirklich auf alles schauen und sagen, Gott ist meine Quelle und ich kann dieses Glas nicht getrennt von ihm sehen. Und das einfach mal wirken lassen. Und dann schauen, was macht das mit mir? Was kriege ich da für eine Botschaft? Ich sehe das Glas, ich sehe es nicht, wie es jetzt ist. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Ich kann das nicht getrennt von ihm sehen. Und dann auch an eine Person, an einen Bruder denken. Ja, ich kann. Gott ist meine Quelle. Ich kann dich nicht getrennt von ihm sehen. Ja, ich kann dich nicht. Ich sehe meinen Bruder. Ich sehe doch, worum es ja geht, ist, dass wir den Bruder, dass die Heiligkeit, dass ich beginne, die Heiligkeit in meinem Bruder zu sehen, die meine eigene Heiligkeit spiegelt. Seine Heiligkeit ist meine Heiligkeit. Das ist eins. Das ist dasselbe. Da ist kein Unterschied. Gott ist meine Quelle. Ich brauche den Heiligen Geist, den Mittler
zwischen Illusion und Wahrheit, um deine Heiligkeit und meine Heiligkeit, um die Heiligkeit zu sehen. Ja, und das können wir heute viel üben. Ja. Und wenn, oder irgendein Ding, wenn irgendein Konflikt vielleicht auch, ja, oder was auch immer, ja, auch in den Nachrichten, diese Nachrichten sind immer super geeignet für die Übungen, ne? Gott ist meine Quelle. Ich kann dies nicht getrennt von ihm sehen. Ich kann diesen Krieg nicht getrennt von ihm sehen. Ich kann diese Gewalt nicht getrennt von ihm sehen. Würde ich in ihm sehen, was ich ja so nicht kann, aber es geht in die wahre Wahrnehmung, dann würde ich liebevoll Wahrnehmung. Dann würde ich das gar nicht mehr so wahrnehmen, wie ich es jetzt wahrnehme. Dann würde ich mich erinnern an den Traum. Dann würde ich gütig schauen. Dann würde ich das Ganze im Licht wahrnehmen. Es wäre anders. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Ihr Lieben, seht es mir nach, dass ich nicht dieses Ganze jetzt mehr lese, weil das wird einfach zu lang. Und deswegen ist ja auch die Empfehlung da für jeden, der echtes Interesse hat jetzt an diesem Lernen, sich den Kurs in Wundern, für diejenigen, die den nicht haben oder kennen, den Kurs in Wundern. Es ist ja auch zu besorgen, weil es macht dann einfach Sinn, ne? Das ist ja, aber jeder ist frei in seiner Entscheidung. Und in der Infobox unter dem YouTube-Video findet ihr ja, wie ihr den bestellen könnt oder so, ne? Aber hier ist niemand zum Missionieren. Hier, ein Kurs in Wundern ist nicht zum Missionieren da. Wir wollen niemanden überzeugen. Hier geht es nur darum, dass ich lerne, dass ich frei bin. Ja? Und wer das lernen will, das Glück, das er von Gott bekommen hat und das Glück der Freiheit, was jetzt ist und nicht irgendwann und nach dem Tod oder sonst wie, der braucht den Tod nicht mehr ersehnen, sondern er kann jetzt dieses Glück beginnen zu erfahren. Ja, der besorgt sich das vielleicht, aber da machen wir auch gar keine Werbung für. Das kommt nur jetzt einfach natürlicherweise. Ja, ihr Lieben, ja, Gott ist meine Quelle. Lasst uns noch einen Augenblick nach dem vielen Reden jetzt in Stille miteinander verweilen und anerkennen, dass Gott meine Quelle ist. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Und was für ein Segen, die Schau ist mir gegeben. Die Mittel sind mir, alle Mittel sind mir gegeben, um sehen zu lernen. Ich kann nicht scheitern. Und dankbar nehme ich diese Gabe an, die Gabe Gottes. Die Schau ist seine Gabe. Es ist seine Gabe. Ihr Lieben, ich danke euch und wünsche euch einen ganz wunderschönen Tag mit vielen segensreichen Momenten. Im Üben der Lektion.